Na klar, also ich setze mich seit 6 Jahren hier im Ausschuss für die Leute also vor Ort bei mir in Celle ein, aber auch für alle anderen hier in Niedersachsen. Und vor Ort in Celle setze ich mich seit 10 Jahren für die Lebenshilfe ein, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich gebraucht werde und mir diese Arbeit Spaß macht. Und ich dann doch damit auch Verbesserungen nicht nur für mich selber erreichen will, sondern auch für meine Mitmenschen, vor Ort, aber auch im Land Niedersachsen. Und dass man auf verschiedenen Veranstaltungen sich mit anderen Leuten auch austauschen kann, zum Beispiel beim bundesweiten Treffen der Selbstvertreter, was ja nun schon seit 2017 gibt, eigentlich schon viel früher ins Leben gerufen werden sollte. Und ich das nach wie vor gerne weitermachen will, solange das noch möglich ist. Und meine Forderung ist halt, dass das verständlich rübergebracht wird für Menschen mit Beeinträchtigungen, die halt die Sachen nicht verstehen, diese ganzen Gesetze in schwieriger Sprache sind, und ich gerne möchte, dass das nicht nur in einfacher, sondern auch in leichter Sprache umgesetzt wird.